Willkommen zurück in Endschraut. Letztes Mal haben wir die Säulen der Schöpfung durchquert. Jetzt befinden wir uns an der Niederauenwarte. Von unserem Startpunkt etwas nach Osten. Hier haben wir nämlich noch eine aktive Quest. Die werden wir als erstes mal machen. Hier haben wir auch noch einen Schrein der Flamme. Wir mal einsammeln auf dem Weg. 180 Meter. Anderen Seite. Mal gucken. Ah, da ist er. So. Einmal eingesammelt. Dann machen wir jetzt die VUCA-Zeremonie. Die muss hier drüben irgendwo sein. Bestimmt oben auf dem Hügel. Werden wir erstmal ein paar Quests noch abarbeiten. So. Haben wir einen Kopf von ihm bekommen. Hier haben wir noch ein paar Sachen. Oh, das lohnt sich ja richtig hier. Den können wir nicht durchsuchen. Den auch nicht. Aber den. Können wir den durchsuchen? Ja. So, jetzt haben wir die Quest. Den Schrein haben wir auch gemacht. Dann gehen wir jetzt zu unserer neuen Basis. Ich habe nämlich auch beim Suchen für Baublöcke für unsere neue Basis hier einen Teil für die Jägerin gefunden. Können wir ihr mal hinstellen, also sie in der Hand nehmen, sie anquatschen und dann. Ich hab's irgendwo hingepackt. Oh, Fell passt dann nicht mehr rein. Aber hier. Den zerlegen wir. Bringen wir gleich rüber. Ein Webstuhl. Einmal platzieren. Okay. Ja, warte mal, machen wir so. Und das Wasser kommt nach unten. Ein Webstuhl, den stellen wir hier auf. Von mir aus kann der da stehen. So. Was müssen wir hier reintun? Leinen. Haben wir Stoff. Und Leinen können wir, ah ja, hier, das habe ich beim Schreiner gesehen. Oder war das bei ihr? Ne, bei ihr war das nicht. Hier steht unser Alchemist. So. Der hat seine Kackschriftrolle bekommen. So. Beim Schreiner habe ich das gesehen. Konnten wir herstellen. Und zwar Spinnrad. Da können wir Flachs dann einfacher zu Leinen verarbeiten. Habe ich dann einfach mal bei der Jägerin hingestellt. So viele Äste. Wir können leider keine großen magischen Kisten bauen. Große Kisten können wir bauen, aber die magische Version nicht. Ja, die können wir bauen, aber die hier leider nicht. Da fehlt uns Trüböl. Und die Seelen, die gehe ich dann irgendwann mal farmen.
Aber wie wir das Trüppel kriegen, das kriegen wir bestimmt beim Alchemisten. Und jetzt noch dabei. Und deshalb dachte ich, wir haben noch eine Alchemie-Quest. Machen wir die gleich mal. So. Das Fleisch kommt nach oben. Ja, die Felder sind hässlich, aber ich weiß noch nicht, wie ich sie gestalten will. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Welches war das da? Oder nicht? So. Also wir haben hier eine Gerbereistation. Einmal nach der Pflanzen. Und irgendwo, mal hier oben. Schwarzer Kessel für den Alchemisten. Da gehen wir jetzt am besten erstmal hin. Wir waren ja Level 15. Durch das Bauen der Basis, also durch Rohstofffarmen, die ganzen Erze, bin ich leider ein bisschen aufgestiegen. Aber stärker sind wir dadurch jetzt auch nicht. Das Gute ist, die hier regenerieren, also respawnen immer, kann man immer wieder einsammeln. Antiseptikum, so, wo müssen wir hin? 400 Meter und zwar in diese Richtung. Hinter den Knochen geradeaus. In dem Dorf da oder was? Einfach mal gucken. Da ist eine goldene Kiste. Mit Müll. Cool. So, mal gucken, wie wir die Quest erledigt kriegen. Bitteschön. Seite. Wieso wird das immer noch angezeigt? Versuche den auf. Ah, ist hier noch eine Nachricht? Ist doch scheiße. Finde die Nachrichten. Also irgendwie hat das einen oben. Ah, da. Die macht ja Schaden. Waren. Standort unten, ja. Also hier ist keine Nachricht, aber wenn wir schon hier sind, können wir ein paar Bücher bauen. Falls wir irgendwann mal ein Bücherregal bauen wollen. Oben scheint nichts mehr zu sein. Hier ist eine doofe Kiste. Irgendwo in dem Dorf hier müsste noch eine Nachricht sein. Da ist einer. So. Hier ist auch noch eine.
Irgendein Hut. So, folge Ikoras Spuren. 170 Meter da links. Ach komm, hier ein paar kleine Wookies können wir noch mitschlachten. Da oben ist eine Nachricht. So. Wir müssen da zwar nicht hin, aber... Super. Wenn wir hier schon eine Nachricht haben. Nördliches Karawanenlager. Okay. So, können wir das Wasser einsammeln? Ja, können wir nicht. Oh, unser Inventar wird zugemüllt. Ja, super, den einzigen Dietrich, den ich dabei hatte. Neuen kann ich auch nicht erstellen. Riecht nur Metallschrott. Gut, ne, da ist ein Lagerfeuer. So ein Mist. Metallschrott, Metallschrott. Das hier Metallschrott. Hm, scheiße. Das gibt Metallschrott. Dietrich. Rucksack. Ja, gut. Ein komischer Hut. So. Gut zu wissen ist, dass hier Erdwegblöcke gibt. Eigentlich mal mitnehmen. Also, wir müssen immer noch in diese Richtung. Wäre fast sinnvoller gewesen, wieder von dem Turm zu springen. Da hinten leuchtet rot. Oder ist mir nicht hochgesprungen, oder? Oder ist es Miasma? Wird nicht angezeigt, schade. Ah, da oben, okay. Aber warum ist da rotes Miasma? Komm, Wugi, ich fall mal tot um. Danke. Also da können wir dann scheinbar noch nicht durch. Hier irgendwo sein. Aber guck mal, da ist ein Schrein der Flamme. Und hier beim Alchemisten-Ding ist auch einer. Warte, der ist bestimmt oben, oder? Würde zu Fuß laufen nicht so lange dauern. Wo ist das Gebäude? Ist da oben drauf? Sind ja so. So. Okay, das ist neu. Sie schwebt hier einfach nur. Ja, und da es jetzt dunkel ist, da müssen wir noch hin. Da habe ich kein Bett stehen.
Einmal die Nacht überspringen. Weil im Spiel ist es grundsätzlich 80% nachts und 20% tagsüber. Ist mir beim Bauen aufgefallen. Das ist im Leben nicht 50-50 geregelt. Doch fast immer nachts. Ja, so, steh auf. Also hier hin und dann dahin fliegen. Und danach holen wir uns auch schnell den Schrein der Flamme. Ist der hier auch irgendwo? Meter, also voll im Miasma. Da stand dort unten. Ja, das sehe ich aber nicht so. Treffen wir den von hier? Ja, wir treffen den von hier. Gut, Monstrosität, okay. Wenn er meint. Ja, komm, dann laufe ich halt hin. Auch so doof ist hier. Ja, lauf doch. Also mit dem Ausweichen hat der Charakter nicht so, ne? Wenn du zauberst, kannst du nicht laufen, ist doch für den Arsch. Oh, lauf doch. Wo ist unser blöder Heiltrank? Mann, Mann, Mann. Nervig hier. So. Wo ist der? Da ist der. Der ist da lang. Oh, alchemistisch. Vielleicht können wir dann endlich den Feuerzauber herstellen. 160 Meter da lang. Dann haben wir für unseren Zauberstab endlich einen zweiten Zauber. Zucker, wir brauchen Zucker. In den Saatkästen baut Zucker schon an. Dauert aber auch gar nicht lange. Dauert 5-6 Stunden oder so. Ja, warte ich. Nur damit wir es anbauen können. So, unten oben. Wo ist es? Schau mal oben. Ja, spring doch ab, ey. Meine Fresse. So, da. Dann zum Alchemisten, Wegbunker weg. Wir haben noch Ausgeruht-Buff und einen Wuka-Buff. Dann könnten wir eigentlich auch noch schnell die andere Quest da machen. Packen wir das Ding einfach hier hin. Dann müssen wir es nicht wieder einsammeln, wenn wir sterben. Hier ist noch eine Quest-Gerberei-Station. Genau hinter der Basis. Wie kommen wir da denn hin? Da kann ich auch mal kurz ein Wässerchen einwerfen. So, irgendwo da. Wo ist es?
27 Meter. Unser Zauberstab ist für den Arsch. So. Er macht nur kein Licht an. So, müssen wir hin. Hinten läuft er schon wieder irgendwer. Da unten ist auch einer. So. Übrigens, die Flamme, die das Licht anmacht, die zeigt einem nicht den dämlichen Weg. Die zeigt einem einfach nur gar nichts, sondern macht einfach nur das Licht an. Viele denken, oh, guck mal, die Flamme zeigt mir den Weg. Dann müssen wir da lang. Zeigt nicht den Weg, die macht einfach nur das Licht an. Weg musst du selber finden, ist der Sinn der Sache. So, wie kriegen wir den Drecksschalter da unten an? Jetzt will ich zum Lesen. Hier so fließen. Und ich habe auch keine Ahnung. Wie man am besten Knochen sammelt, also farmen geht. So. Da ist ein grüner hinter, da habe ich ja gar keinen Nerv drauf. Mhm, super, wir gehen gleich sowas von drauf. Wir müssen noch da. Ja, mal lieber als aktive Quest haben. Wegpunkt, ja. Alchemie, wo ist denn Gerbereistation? Ah. Warum denn jetzt da? Was wollten wir denn hier? Auf Karte anzeigen. Ah, cool. Wir müssen hier gar nicht rein. Das war nur wegen dieser dümmlichen Nachricht da schon wieder. Ja, das war gut. Dann können wir uns ja hier wegteleportieren. Wo kommen wir denn da hin? Machen wir einfach von hier. Und da ist aufgedeckt, weil es auf der Brücke, da ist eine Brücke, unten runter gab es einen Baublock. Habe ich mir natürlich gesnackt. Aber ob ich den benutzt habe, weiß ich auch nicht. So. Was ist das, ey? Rein, mal rein. Gucken, ob das mit der Ausdauer reicht, sonst fallen wir da unten rein. Und da unten rein will ich nicht, da kommt man überhaupt nicht wieder raus. Also ich habe, das Ding ist riesig, ich habe keine Ahnung, wo da der Gang ist. Das geht auch noch hier unten drunter rechts und so. Da ganz links könnte man raus, aber da muss auch einmal hinkommen, ist ja auch riesig da unten. So, wir landen am besten in der Mitte auf dem Dach. Dann gucken wir uns um. Lou erstmal, da hätte ich gern hingewollt. Lupas Zuflucht, schön. Standort unten. Level 20er. Da ist was zum Lesen. Und da ist die Gerbereistation. Da ist ein Hund. Das sieht doch alles viel zu einfach aus gerade. Ah, okay. Jetzt wissen wir, warum wir hier sind.
Big Mommy da unten. Dass man die Maustaste nicht gedrückt halten kann, ist ein bisschen ärgerlich, muss ich ehrlich sagen. Ja, brutzel jetzt mal hier. So, noch ein Hund. Da hinten ist noch ein Hund. Ist mich nicht dran. Ist weit weg, ich glaub's nicht. Geht doch. So. Looten, looten, looten. Alles abluten hier. So. Verbrauchstation. Komische Kiste. Müll. Sammeln. Da gibt's noch Bücher. Oh, da liegt ein Dietrich. Wir haben noch ein bisschen Fell. Noch ein bisschen Fell. Das ist aber schön. Das Fell, alles gratis. So. Mal gucken, ob wir von hier zur Brücke kommen. Dann kann ich euch das kurz zeigen. Da irgendwo ein grüner. Mal, ist das da hinten? Hier natürlich nicht dran, ne? Ah, viel zu flach. Viel zu flach. Das ist eine Bombe. Hm. Ah, komm hier. Einmal ganz schnell. Einmal. So. Hier Brücke. Da kann man sich runterziehen. Hier in der Kiste ist ein Baublock. Und dann könnt ihr einfach an der Seite hier wieder hochgehen oder euch zurück teleportieren. Wie ihr möchtet. Oh nee, schießen die Höhle auf uns. Weil wir. Normalerweise kommt ihr aus der Richtung hier, von der Brücke. Oh, das ist auch eine Nachricht. Dann geht ihr hier die Brücke ein Stück und dann müsst ihr gucken. Nach unten ist so ein Greifhaken. So. Ist da irgendwas, was sich lohnt zu looten? Ja, habe ich alles. Gut, dann teleportieren wir uns zurück. Da ist ein Refugium der Flamme. Waren wir da schon mal? 120 Meter Distanz. Standort, ja, nee, das machen wir nicht. Kannst du knicken. Bring doch jetzt nicht da runter. So, dann haben wir zwei neue Gerätschaften. Für unsere Heine Peoples da. Ich habe reicht jetzt, wir gucken, ob die viel Dreck macht. Sonst müssen wir die rausstellen. Warte, muss ich Steine mitnehmen. Den Kessel haben wir jetzt hier jetzt auf Vorsicht reingepackt. Ja, eine dämliche Hose. Schönen Bogen. Erdwegblock. Kessel haben wir eigentlich. Gabereistation. Eine. Wir brauchen Steine. So. Alchemist. Naja, ich habe einen schwarzen Kessel, du. Stell dir mal vor. Was ist das so? Wo können wir den denn jetzt herstellen? Stimmt beim Schreiner, oder? Platzieren. Ja, das kriegen wir noch hin.
So. Ach du meine Fresse. Muss noch rein. Trockenes Fell, Salz, Ammoniakdrüse. Die kriegen wir von diesen roten, wandelnden, laufenden Pilzen. Öleder, brauchen wir sowieso nicht. So. Wie kriegen wir jetzt einen Alchemietisch da? Viel wichtiger. Sonnentempel. Ja, wer will was von einem Sonnentempel? Dieses komische Ding herstellen. Stegebrennofen. Guck mal, das muss sowieso alles. Überall muss rein. So, bei wem kann ich denn das? Oh, der hat auch eine Quest. Er hält das Eisen, bla. Also Schmiede, Schmelze, Kohlebrennofen. Schwarzer Kessel können wir herstellen. Salzsiegel, reiner Werkzeug. Kessel. Okay. Aber wie habe ich es beim Alchemisten übersehen? Ah, hier ist mittendrin, ist nicht unten, über den anderen. So, ja, Kram haben wir. Da, 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 da. Da sind ja noch ein Bein. Warte mal. Feuer, 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 Feuer. Kohle, Bronze, Bernstein. Da brauchst du ja nichts für. Ewiger Feuerball. Kannst du immer und immer wieder benutzen. Da brauchst du überhaupt nichts für. Meinetwegen. Ewiger Feuerball. Machen wir so, dann kommen wir die. Da links, um auch das Salz da reinzupacken. Das Wasser kommt hier wieder hin. So, dann haben wir Kram für ihn hier schon wieder. So. 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 Ich kein Platz hier für den ganzen Scheiß. Okay, das kommt zur Ledertante, das auch, das auch. Okay, dann Köpfe auch. Futter kommt nach oben. Geh dann. Warte mal, wir brauchten die Kisten, die großen magischen Kisten. Kunststoff. Ich weiß es nicht, weil wir brauchen Trüböl. Ja, Tachjägertante, du hast ja noch Sachen. Dann ja, siehst mal, kommt da rein. Gut, hier sammeln wir Schädel, aber die beiden passen noch nicht mehr rein. Ja, mach doch die andere Kiste auf. Aber wo sind die ganzen anderen Köpfe von der Brutmutter? Ich hab ja jetzt hier eine Kiste. Mal sehen. So. Ja. Ach ja. Das Leder da auch rein. Wo ist denn. Ist der Kopf? Der Kopf. Wo sind die anderen Köpfe? Reingepackt. Das Ding haben wir eben gerade erst hingestellt.
Wo sind die ganzen Köpfe? Ich hab noch hier irgendwo Köpfe. Da Trübel, das brauchen wir. Oh. Wo sind die Köpfe? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hab ich nicht hingepackt. Hier ist Drecks Rüstung. Auch nicht. Hä? Die Jägerin macht doch damit Aufhänger hier, so Wanddeko. Okay, wo habe ich die hingepackt? Noch eine Kiste oben. So. Hier sind aber keine Köpfe drin. Naja. Wer weiß. So. Fleisch und Eier haben wir. Nö. Doch, das kann da rein. Das nicht, weil wir brauchen das rohe Vogelfleisch für irgend so ein komisches Rezept. Ah, der hat mir den Honig gepolt. Deswegen fehlt hier jetzt was. So. Werden wir gleich dann mal irgendwo an irgendeinem Gegner den Feuerball testen. Natürlich auch erstmal. So. Gut, dann haben wir ja ordentlich was geschafft, haben diese zwei neuen Stationen bekommen. Konnten uns endlich den Feuerball herstellen, damit wir einen zweiten Zauber haben. Weil nicht alle sind anfällig gegen Eis. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Jo, machen wir da. Hier, wir haben noch einmal nach der Pflanzen. Hier blinkt es auch. Aus irgendeinen Questgründen. Dumm vor sich hin. So. Ein Test der Fähigkeiten. Haben wir hier noch? Ja, springen wir. Das von der Entfernung her reicht, weiß ich noch nicht. Mal sehen. Und hier oben im Düsterdickicht-Bereich fehlt noch eine Miasma-Wurzel. Ich habe die aber beim besten Willen nicht gefunden. Keine Ahnung, wo eine sein soll noch. Ich habe hier alles überflogen. Hier. Bitte des Schmieds auf Karte anzeigen. Ist das da? Okay. Einmal nach der Pflanzen. Ja, Boss werde ich jetzt sicherlich nicht machen. Die Quest verschwindet nicht, weil wir diesen scheiß Gleiter bauen müssen. Schmiedstandort Eisenmine. Ja, da kommen wir gar nicht rein. Außerdem eine Eisenmine brauchst du nicht im Miasma. Das ist ja nur Nervtöten, da musst du da noch raus. Machst du hier oben. Zeige ich euch noch schnell. Bin ich wesentlich sicherer hier oben. Da ist der fossile Knochen ohne Ende. Hier ist der Sand und Sandstein. Hier ist der Leuchtstein, um die leuchtenden Blöcke herzustellen. Kannst du hier reingehen. Noch ganz viel mehr Leuchtstein. Hier ist abartig viel Eisen. Hier ist ganz viel Schwefel. Und jede Menge Leuchtstein noch. Da ist nochmal Eisen. Also der beste Ort überhaupt. Hier ist auch was. Gut, dann fangen wir damit in der nächsten Folge an.
Dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.